Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Shellshock Live am Daily Win Bonus. Und nicht wundern, warum jetzt an einem Samstag tatsächlich eine Folge Shellshock Live kommt. Eigentlich habe ich ja gesagt, ich mache dreimal die Woche Ori, zwei Folgen. Ich wollte was ganz anderes spielen, das mal kurz einstellen, bitte. Das habe ich jetzt aber umgeworfen, weil... Ihr könnt euch ja denken, an was es liegt. Weil ich das Projekt selber nicht so lange in die Länge ziehen will und mir deswegen gesagt habe, da mache ich zwar trotzdem noch 6 Folgen die Woche, aber da mache ich quasi 3 Dienstag, 3 Donnerstag statt 2 Dienstag, 2 Donnerstag, 2 Samstag, weil an Samstag ohne SSL kann ich euch fast nicht bieten. An einem Samstag Ori, ich weiß, dass es nicht so viele schauen, das ist mir voll bewusst, die Tatsache, weil am Samstag Ori, ich weiß, dass ihr was schauen wollt, ihr weiß, dass viele, ein paar tausend Leute, sag mal, mein SSL-Gameplay sehen wollen und gerade am Wochenende, das Spiel ist bei mir scheiße laut, sehe ich gerade. Aber das schneide ich euch, mache ich euch dann leiser. Ich weiß, dass es viele sehen wollen. Ich folge jetzt am Freitag um 19 Uhr auf. Ich muss mich hart beeilen, weil ich muss die nämlich bis 19.50 Uhr gerendert haben. Heißt, die Folge wird nicht so lang. Weil ich will die hochladen, dass die am Samstag wirklich kommen. Am Samstag bin ich fast daheim, heißt, ich kann die da echt schlecht rendern oder hochladen. Heißt, ich habe jetzt hier gerade wegen Zeitstress dementsprechend auch diese etwas hastige Anmod. Jetzt wisst ihr auch, was das hier liegt. Aber ihr seht am Samstag jetzt auf jeden Fall Ori. Ihr seht Samstag, Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag Ori und SSL und eben Dienstag und Donnerstag jeweils 3 Folgen Ori. Heißt, dieses Projekt ist dann am 16. Februar rum. Anstatt am 18. Heißt, ihr habt zwar keinen... Es dauert trotzdem länger, ich habe mir überlegt, erst 4 Folgen pro Tag zu machen, aber das ist dann doch ein wenig zu viel, weil ich muss mit dem Hochladen auch noch hinterher kommen. Und ihr wisst ja, wie es läuft mit dem Hochladen. Mal 2 für den Trümmelbauer, dann nehmen wir mit. Wir spielen es auch gerade Deathmatch oder so, wir spielen aber mit Wind. Ihr habt ja die eine Folge mit... Das war sogar die Level-Up-Folge, ne? Die Level-Up-Folge war ja ohne Wind. Habt ihr am Freitag tatsächlich gesehen. Nicht wundern, ich zeige gleich nochmal die XP und ihr seht morgen in der Folge, am Anfang oder am Ende, ich glaube am Anfang, lasst euch überraschen, ich will nicht so viel spoilern, ich zeige es jetzt auch noch nicht. Aber an die Leute, die dabei waren, mit mir ein bisschen 4,1 Rebound gezockt haben, es waren genau 2 Leute, die in der Zeit wirklich dabei waren und mit mir ein wenig 4,1 Rebound gezockt haben, es waren bis jetzt gut so, ich würde sagen 20.000 XP, die wir da zusammen gezockt haben. Mit einer Person habe ich Level 85 Upgrade gemacht. Ich habe zwar gesagt, ich bin sehr gerne dabei, wenn er Level Up macht, aber nicht bei 85, in dem Fall hat es halt ergeben, weil in der FL und so. Ich habe ja prinzipiell gesagt, wenn ihr Level 80 Ranked oder Ranked Level Up macht, Leute, wir bringen einen Funnel in Aktion, easy game. Oder wenn ihr Level 89 werdet, gerade beim Laser Beam vor unserem Vorhaben, was wir ja haben, da bin ich immer gern dabei, aber dann bitte nicht voll zu spammen. Ich kann auch nicht immer. Ihr seht, unter 60.000 fehlen es noch von 88.000. Da tut sich schon einiges. Und lasst euch auf morgen überraschen. Ich will es jetzt nicht reinschneiden, weil ich die jetzt ja quasi, wenn die Folge beende, muss ich die noch rendern. Ich habe nicht den Prozess, wo es in 3 Minuten getan ist. Es dauert, naja, kann es eigentlich bald sagen, pro Minute Aufnahme dauert ziemlich genau 1 Minute mit dem Rendern. Also 20 Minuten Aufnahme, 20 Minuten Rendern. So schaut es ungefähr aus. Da kann ich mal gleich die Bande mitnehmen. Ich bin ja mittlerweile gerade aber im Rebound-Fieber, sowas. Treffe eigentlich prinzipiell. War ein echt sehr geile Spiel an die Personen. Ihr wisst auf jeden Fall, was meine Spoilers bitte nicht, was ich da reinschneide. Wer weiß nicht, ob alles nochmal. Die Person, die Level 85 geworden ist, die weiß es auf jeden Fall. Und wir haben noch gezockt. Auch einer, der Level 86 geworden ist. Tatsächlich, es waren zweimal Sessions, jeweils 2,5-3 Stunden. Ich weiß, jetzt könnt ihr sagen, der gesagt hat, Klausuren, kann nicht so viel spielen, aber ich bin mit der ersten Klausur tatsächlich ziemlich durch. Und ich bin eine Woche vorher. Ich kann mir das leisten. Wenn ich natürlich dann durchfall, da kommt es auf an. Ist dann mein Problem. Aber so wie es letzte Woche ausgeschaut hat, da musste ich diesen Schritt halt gehen und sagen, Alter, wird nicht so viel SSL, aber jetzt, wo ich wirklich, es hängt halt alles zusammen, ne? Wenn alles zusammenhängt, hast du quasi schon 50% insgesamt. Das ist wirklich nicht das Problem hier. Da müssen wir, das wird schon, das wird schon. Lass da mal bitte erst den 17. rumgehen.
Jetzt war wieder so klassisch, mir die 60, die 30 und 6 reindrückt, ne? Das kriege ich mal schon so hin und dann, wenn Ori rum ist, an dem Donnerstag, Crazy Cluster mit 25 Wind und Digger, das ist eigentlich voll geil. Dann gibt es auf jeden Fall die volle Dröhnung SSL. 1 Million XP sollen am 16. Am 19.3. sollen die 1 Million XP stehen. Der Grund, ich glaube, sogar in der letzten Folge, habe ich in der letzten Folge gesagt oder wann habe ich den gesagt? Weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig. Ich habe am 19.3. mit SSL angefangen und das sollte natürlich als, naja, ein Jahr später so ungefähr. Ich war gerade voll auf 28 Days Later. Was ist so ein Jahr später, dass da wirklich dann die 1 Million GG, glaube ich. Dass wirklich dann die 1 Million XP stehen. Genau ein Jahr später wird für mich noch ein Riesenziel. Wir haben es den 3. Februar, am 19. März soll es stehen. Das sind so ungefähr noch, ja, noch der Februar, glaube ich, jetzt 28, kein Schaltjahr. Sind noch 25 Tage plus 19 sind 44, glaube ich. Und wir brauchen halt noch 270.000, ne? 270.000 durch 44. Wir müssten am Tag, also ich müsste am Tag 6.200 gerundet spielen. Ja, wird hingehen. Wenn ich natürlich jetzt am Tag 5.000 spiele, wird es ein knapp, aber ich habe jetzt gerade Klausur. Dann, wenn die Klausur rum ist, habe ich ja ewig Zeit. Da werde ich harzen, im Spiel, ja. Also es wird ein sau schweres Ziel, 6.000 XP am Tag. Also ihr könnt auf einstellen, wenn der Livestream nach meinen Klausuren kommt. Wir werden nur 4-1 spielen. Dafür danach, wenn wir die Millionen haben, wirklich nach diesem 19.3. werden wir das Spiel machen wollen. Der Flintlock, den wir dann noch als Achievement haben wollen, also machen wir die 5 Damage und fertig, das kriege ich mal dann mit der Zeit. Aber was ich machen will, ich will auf jeden Fall, bevor ich die Millionen XP habe, die 200 XP Reward vom... von den 1000 Missionen mitnehmen, weil es sind 200 XP und die Map Narrow Peak. Heißt, ich werde privat, das ist nicht weiter spannend, was ich da mache, ich habe es euch ja gezeigt, was ich für Missionen spiele, werde privat eben bis 919 spielen. Wer jetzt subtrahiert von 1000, dem fällt auf, es sind 81. Warum? Wie viele Missionen gibt es? 81. Ich will nämlich dann in einem Stream, wenn ich soweit bin, irgendwann halt, tatsächlich nochmal alle... Oh, das war gut. Tatsächlich nochmal alle Missionen in einem Stream durchspielen, aber nicht als How-To, sondern einfach nur durchrasieren, weil das How-To kommt dann mit dem... Alter, ich bin fast down. Das How-To kommt dann mit dem tatsächlich Neu-Account. Ich werde ja mir einen neuen Account erstellen und da wirklich die Ultra-Statistik zu SSL machen. Wie viel XP braucht ihr für welches Level? Wie viel XP braucht ihr für... Nuke, wo sind die XP-Grenzen für Nuke, für Beam, für was auch immer. Viele fragen mich, wann bekommt man Flasher, ich weiß es nicht. Durch den neuen Account werde ich es dann wissen. Es wird diese Ultra... Das werde ich auch, glaube ich, so mindestens einen Tag dran sitzen. Diese ultra lange Liste geben, wann ihr welche Waffe, wie viel XP brauchen für die Waffen-Upgrades und so weiter. Also ihr könnt euch vorstellen, wie eine riesen Excel-Tabelle oder sowas. Die stelle ich euch dann auch zur Verfügung, für die, die es interessiert. Auf Google Drive habt ihr dann den Link in wahrscheinlich in jeder Beschreibung dann drin. Aber ich wartet erstmal, bis ich die Millionen XP habe. Vorher mache ich das nämlich nicht. Ich will erstmal die Millionen XP bis zum 19. Mal. Wenn ich jetzt damit anfange, dann gehen mir halt, nennen wir es mal, wertvolle Spielstunden verloren und das will ich nicht riskieren. Aber es ist auf jeden Fall der Plan. Aber und da werde ich dann auch, vermutlich, wenn ich dann da Level 1 bin, die Missionen machen, wie man sie denn schafft, wenn man eigentlich noch keine Waffen hat. Weil was habt ihr denn für Waffen? Meinst du, funktioniert? Ja, ne. Was habt ihr denn für Waffen? Ihr habt da ein wenig an normalen Shot. Ein wenig an 3, an One Bounce, an 3 Ball, an Counter 3000. Mehr habt ihr ja nicht. Und deswegen das Ziel, schafft man Missionen, wenn man Level 1 ist. Und das geht's primär. Heißt, ich stehe jetzt bei 500. What the fuck? Ich stehe jetzt bei 550 Singleplay-Missionen. Heißt, ich muss noch gut 400 spielen. Ich hab's ja mal gesagt, ich schaffe 50 in einer Viertelstunde. Ho, ho, ho. Und das mache ich halt zwischendrin irgendwann mal. Wenn nachts keiner mehr joinen die Lobby, dann setze ich mich halt eine Stunde hin und mache 200. Ne, 200 mache ich dann nicht, aber. Vielleicht da bin ich zu weit, bin ich am Wind, ne? Mal schon fast gedacht. Fuck. Ja, wir sind jetzt 10 Minuten in der Folge, glaube ich. Ja. Ja, wenn du es wirklich Handy nebenbei laufen lässt, geht die Zeit sau langsam rum. Ich dachte, wir sind schon wieder 20 Minuten dabei. Das kam für mich jetzt schon wieder so. Boah, aber ich habe wirklich meine Zeit, weil ich will die rendern heute noch. Aber morgen auf jeden Fall eine kleine Spezialfolge. Das sind, glaube ich, 3,5 Minuten Spezialmaterial.
Ich habe gesagt, ihr verpasst keine wichtigen Schüsse. MNSD ist ein Sieges Shot. Sieges Shots, wo denn sonst? Livestream Highlights definitiv nicht, weil das ist nur vom Livestream. Alter, 85 mit dem Groovy Boy, das war ja auch verdammt gut, ne? Du fragst mich Zeug, Alter. Das Einringspiel, das seht ihr vielleicht auch irgendwann mal. Das war, was war denn das? Mit Matze von GN3, glaube ich. Ich spiele es hier fast nicht. Ich habe es immer wieder mit Matze gespielt, weil wir hatten aber einen Bock drauf. Danach haben wir noch eins gespielt. Das war auf Office, da haben wir rasiert. Das habe ich ja leider in Aufnahme, weil da war ich sogar mal wirklich gut. Also gut für mein GN3-Verhältnis. Gut, man muss dazu sagen, jetzt nichts gegen Steffen. Der war mit dabei, der ist halt Silber. Wir haben vielleicht wirklich einen Noob-Gegner gekriegt. Die waren auch echt scheiße. Also ich weiß, ob ich früher auch mal gespielt, aber Alter, das war, oh, wow, wow. Wenn wir in RS erstmal wieder so Leute bekommen würden, oh scheiße, würde ich mich da freuen. Haha, da würde ich mich so freuen drüber. Ich habe gesehen, weil ich mal, als ich gespielt habe, bin ich mal wegen die FL durchgegangen. Wer ist denn überhaupt welcher Rang? Ich habe da voll den Pixelfehler gehabt. Wenn ihr auch gehabt habt, ich habe es gesehen. Eines tatsächlich Global Elite. Mein Glückwunsch dazu. Wird wahrscheinlich zu schwer sein, wenn man das Spiel wirklich exzessiv zockt. Aber da ich jetzt nicht exzessiv zocke, ist nicht mein Ziel, aber dass ich tatsächlich ein Global in der FL habe, freut mich tatsächlich. Viele sind natürlich im Silber-Gold-Bereich, ich glaube, Ababan auch MG-Bereich. Finde ich ganz gut, dass so alles dabei sind. Jeder muss in jedem Spiel ultra gut sein. Ja, übrigens, ich kann es ja mal zeigen. Wenn ich auf die Achievements gehe, das mal zeige ich euch die Singleplayer-Mission, dann seht ihr das auch mal direkt. Stehen bei 550, da eben die XP und da die Wins. Ich sage dafür noch 1600, machen wir aber keine Gedanken. Geht auf besten Listen. Es ist was Interessantes passiert während der letzten 20.000 XP Spielzeit im Rebound. Ah, der Wind war vielleicht ein wenig zu unterschätzt, ist überschätzt. Ihr geht auf, was war das? XP global. Erstmal auf global. Dann gehen wir auf XP und Show. Dann gehen wir hier hinten auf 14. Sorry, dass wir den Schenk nicht sehen. Ich glaube, der eh nicht getroffen. Und dann geht er hier drauf und MLXY 2013 ist auf 193. Wir sind in den Top 200 und ich bin zu finden im, ja, quasi in der, auf Steam in den Top 200, wenn man es mal so sieht. Ich habe natürlich auch sehr, sehr viel gezockt. Ne? Also, man sagt, 718.000 ist 200 ungefähr. Ich bin 12.000 drüber. Wie gesagt, ich habe mal zwei übersprungen. Was waren das? Ja, das war's. Wo habe ich denn mal zwei übersprungen? Ach, gut, ich mein, die spielen ja alle, die Leute, dementsprechend. Ich habe mal echt zwei übersprungen. Ja, das ist halt in dem Bereich Gänge, meinte, dass irgendwie 4000. Alter, das schlecht ein. Dass irgendwie 4000 XP oder sowas für Next. Alter, was geht denn da jetzt ab? Alter Schwede. Na, Wochenende bin ich leider nicht. Also, ich kann jetzt sagen, Samstag. Zu dem Zeitpunkt, wo die Folge sitzt, 17 Uhr, bin ich gerade tatsächlich schon auf dem Weg. Ich sag's aber nicht genau, wohin und warum und warum und so. Und am Sonntag wieder Geburtstag am Start und natürlich. Also Samstagabend wird lang, von 17 bis, naja, 1, 2 Uhr oder sowas. Und Sonntag erstmal auspennen und dann essen gehen, weil Geburtstag ist. Ich weiß doch nicht von wem oder so. Und dann. Oh ja. Alter, wenn jetzt Blunderbuss drin gewesen wäre, ne, alter Schwede. What the fuck? Und dann haben wir noch. Genau, Sonntag, wir haben da ein bisschen mehr essen gehen, dann noch zur Oma anschließen. Die hat nicht Geburtstag. Ich, wenn ich nicht da bin, gut, das weiß ich jetzt nicht. Ich schreibe jetzt keinen Roman, weil hier schaut es absolut aus und ich bin froh, dass ich auf WASD drücken kann. Hä. Scheiße. Es wird jeden Tag ein Stream kommen, ab 18, nee, ab 19 auch nicht, weil da ist mein Zimmer besetzt. Ab dem 20. wird jeden Tag ein Stream kommen. Ziemlich, wenn ich halt da bin. Wird jeden Tag ein Stream kommen. Wenn er kast 7 Stunden ist, wenn es halt kürzere, aber wenn es geht, bin ich jeden Abend da. Ich muss halt jetzt einmal kurz ein bisschen zurückstufen. So, wir sind jetzt bei einer Viertelstunde, Tatsache. Und genau, wenn jetzt der Ori kommt, die Folgen dazwischen, also Montag, Mittwoch und Freitag, die waren immer eine halbe Stunde lang. Samstag, Sonntag, je nachdem wie ich da bin, eigentlich auch. Aber dann wirklich, wenn das rum ist und ich dann nur durchgehend streame, dann könnt ihr eine halbe Stunde Folgen erwarten. Warum? Kriegt ihr auch dann gar nicht. Warum? Ihr habt dann am Tag statt
einer halben Stunde Folge halt 2 Stunden Stream. Und halt bloß Viertelstunde. Eigentlich muss ich da gar keine Folgen machen, ne? Eigentlich kann ich die Streams als Folge und als Live-LP nehmen, wenn ich jeden Tag einen mache. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das haben wollt. Doppelgrid bei Shockshell. Ich weiß noch, Cagem, wo ich den Typ angebettelt habe. Bitte jetzt an Shockshell Grid, dass wir Cagem killen und gewinnen. Das war genau die Situation jetzt. Oh, leck der Schwede. Das war der 7. Dezember. Folge 143, wer sie noch nicht gesehen hat. Gönnt euch die 10 Minuten oder 11. Kannst du es immer wieder betonen. Genau. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr dann überhaupt folgen wollt. Ich kann natürlich ganz sagen, ich kann entweder dann den Titel benennen als irgendwas. Livestream, keine Ahnung, 65. Okay, ist ein wenig übertrieben, aber sagen wir mal Livestreams 50. Datum etc. Oder ich schreibe halt gleich. Da können wir, kann ich auch gleich schreiben, keine Ahnung, Road to Chopper 1 von X, weil ich halt nicht weiß, wie lange ich brauche. Dann mache ich halt Shellshock Live Hashtag 212. Fällt mir gerade einmal rum, weil Folge 200 ist der 19. oder 20. Februar. Deswegen komme ich jetzt auf 212, weil die 12 Tage so weit kommen auf jeden Fall. Wird aber dann halt eine Folge ewig lang. Also, ne. Da kann ich nicht beschweren, dass ihr zu wenig SSL habt. Weil wir ziehen Chopper durch. Ich hab's jetzt gecallt. Ich hab das sogar schon mal ein wenig länger hergekommen. Wir haben 50 gegen, müsste ich auch jetzt erst. Die Schale oder die Banane? Jetzt müsste die Schale sein, ne? Auch nicht, verdammt. Wir können ja natürlich auch nur eine Stunde streamen. Dass wir quasi eine kurze, Anführungsstriche, Folge haben. Oder wir machen halt lang. Sehr. Sehr lang. Das ist jetzt dann eure Entscheidung. Könnt ihr mal entscheiden. Wenn ich eine Folge aufnehme, dann kommen ja eh wieder die Leute. Kommen eh wieder die Leute und sagen, ey, von den XP her stimmt's ja gar nicht. Und deswegen, weil ich weiß, oder ich werde es nicht finden können, weil wenn ich für eine Woche aufnehme oder für 2 Tage auch bloß, aber stream dann wieder 20.000 XP in 2 Tagen, dann lohnt sich ja überhaupt nicht, dass ich Folgen aufnehme. Weil das ist ja. Die XP sind verfälscht. Aber. Das ist halt so. Ach, Sache. Weil ich ja quasi als. Weil ich ja quasi SSL streame. Oh, komm, bitte. Und SSL aufnehmen. Heißt, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ich das dann direkt als. Ja, LP durchziehe. Mal gucken, ob man da was. Nein. Oder wirklich als Stream durchziehe. Obwohl ich dann quasi von den Folgen. Wenn ich so durchziehe. 3 Grids, jawohl. Dann halt tatsächlich auch Livestream halt schneiden, weil es ist ja Livestream. Wenn ich im Livestream vielleicht irgendwann einmal, wenn ich eine bessere Leitung hätte, mal CS spiele. Weil es sind in den Livestream halt halt vielleicht auch CS-Szenen dabei. Da wir bis jetzt halt nur SSL streamen, vielleicht mal eine Runde RSS, die nicht funktioniert hat, würde ich das. Also Livestream halt, es ist halt alles, was im Livestream mal gestreamt wurde. Unabhängig davon. Ist ja nicht nur SSL. Bis jetzt war natürlich das Thumbnail von den Livestream Highlights immer nur SSL. Warum? Weil es nur SSL war. Müssen wir mal gucken. Ich werde was einfallen lassen. Ich kann auch sagen, dass ich bei 200 das offizielle, bei Folge 2 das offizielle LP beende. Vielleicht noch auf Folge 201 mache für die Statistik. Nix GG. Weil ich mache immer Statistik bei der 101. Folge. Oder 201. Folge. Quasi wie lang gehen die ganzen Folgen, wie viele Stunden SSL, also wie viele Stunden gehen die 200 Folgen und so weiter. Und dann wirklich sage, aber jetzt Livestream, dass ich quasi die SSL-Playlist pausiere, / beende. Wahrscheinlich pausieren, eins geht noch, weil ich quasi, wenn wir den Chopper haben, da werde ich ja nicht mehr so exzessiv streamen, dann geht das neue Semester wieder los, jetzt mal so rum. Ich habe noch eine Klausur am 20. April, die dürfen wir auch nicht vergessen. Seht es unter 92. Was habe ich jetzt offen gehabt? 731. Jo, wir haben den um 80 überboten. Oh, geil. Guck mal da, 2 Leute mit 33. Mit gleich viel XP. Geil. Die hole ich mir heute auch noch heute Abend. Vielleicht nehme ich heute Abend noch die Folge von Sonntag auf. Und vielleicht von Montag, weil ich jemand Wochenende da bin, heißt ich muss die heute aufnehmen. Sonst hätte ich hier Montag immer am Sonntag oder am Samstag gemacht, aber ich bin halt nicht da. Weil guck, passiert nämlich bei 200 oder 201 und macht dann, wenn wir Road to Flintlock spielen, da wird er regulär weiter. Oh ja. Meiner noch. Scheiße. Dass wir wirklich dann den Teil im LS machen und dann. Das
von mir oder vom Gegner? Die niedrigste vom Gegner war 987. Dass es jetzt 987 war, war mir selber ein wenig lustig, suspekt. Meine höchste war 1632. Und die vom Gegner war... Die ist tatsächlich von Daniel. Also den Typ kennt er nicht. Der Typ war bei mir in der Lobby, als ich Cage besiegt habe. Der Typ da. Der hat er... Ich kann's dir mal kurz zeigen, ne? Mal kurz meinen Schuss. Ich weiß schon, dass du geschrieben hast. Schieß mal raus, das ist sowieso, ne? Bestenlisten. Ich kann es mal kurz zeigen. Der hat 2600 oder so. Skill Rating Show. Der da... Gut, ist er ein gesunken. Aber 2000, der hatte mal 2600, aber er ist trotzdem saustark in seiner Elo. Hey. Also, dass du 2000 hast, oh, das war nicht gut. Ja. Ja, da seht ihr, ich bin mit der Elo, weil ich halt immer Rebound spiele und halt nicht immer gegen Leute in meiner Elo, die vielleicht ein bisschen niedriger sind, dann wird man direkt abgezogen, wenn ich verliere. Ja, ich verliere auch im Rebound. Wenn man mal das, die XP anschaut von der FL her, aber sie gängen mit der Mille schon fast 1,1 Stände mit 8,21 und dann komme ich halt schon drunter wegen Abstand mit 140.000, aber... Ich mache da keinen Stress, ihr müsst nicht vor mir die 1 Million erreichen. Das geht's mir überhaupt nicht, Alter. 142, Alter. Und das geht's überhaupt nicht. Oh, ob er die Kiste mitnimmt? Ja, genau. Und sag ich, mach's nur die Folge, dann rendere ich die noch, dass ich die dann wirklich hochladen kann. Kiste nehmen wir mit, vielleicht ist ja wieder Chopper, Blunder, was, whatever drin. Driller, Komet. Oh, shit. Ich habe aber voll das Kistenglück. Ich habe voll das Kistenglück. Ich kriege nicht so oft so eine Scheiße wie... Keine Ahnung, Shot oder so. Die kriege ich überhaupt nicht oft. Ich kriege halt tatsächlich... Gut, ich meine, Drill ist ganz gut. Ist mit 80, wenn du Glück hast, dabei. Kometen, ja, können wir sich drüber streiten, aber kann auch ganz gut. Slammer bei 73 Wind, da mache ich lieber den Driller. Ganz ehrlich, ein bisschen weiter oben ansetzen, weil... Genau, weil... Ja, weiter oben ansetzen, aber trotzdem links runter gebaut. So, nach dem Spiel ist die Folge rum. Ich sagte, ich muss ein wenig auf Zeit achten jetzt. Wir haben jetzt 7:30 und in 20 Minuten muss die Folge durchgerendert sein. Jetzt muss ich nur noch mal schnell killen hier. Ich sag, die Folge, die ja dann am Freitag kommt, am Sonntag kommt, die ist dann wieder ein bisschen spezial. Und dann noch ab, danach wieder eine halbe Stunde. Ja, sorry, dass das Stream kommt. Ich bin leider am Samstag und Sonntag verhindert. Passiert mir auch mal. Das müsste eigentlich funktionieren. GG. B. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in einer kleinen Spezialfolge, dass die euch jetzt am Sonntag kommt. War ehrlich gesagt nicht mal geplant, aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommis, wie ihr das machen wollt. Ich würde sagen, wir pausieren die Playlist. Die normale Let's Play Playlist, also die Folgen, machen dafür als Stream. Also quasi bis Folge 201. Wobei 201 dann eher die Statistik wird. Mit ein paar Spielen im Hintergrund. Und dann machen wir halt die Streams und dann, wenn wir den Chopper haben, dann machen wir Road to Flintlock, aber dann wieder voll. Ja, guck. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der Folge. Bis dahin, haut rein.